Ich verarbeite seit 10 Jahren Porzellan, Limoges-Porzellan. Das ist eine französische Masse, die bekomme ich in so Säcken. Die muss aber, bevor ich sie verarbeite, noch durchgeknetet werden. Dafür habe ich jetzt eine Maschine, einen Tonschneider mit einer Vakuumkammer. Die mischt mir das Porzellan und entzieht ihm gleichzeitig die Luft, die noch in der Masse ist, damit ich dann die Masse problemlos auf der Scheibe verarbeiten kann. Das Material muss luftfrei sein, weil jede Luftblase verursacht gleich einen kleinen Rückschlag beim Drehen. Deswegen muss sie sehr schön gleichmäßig und entlüftet sein. Dann kommen die nächsten Schritte. Ich zentriere die Masse auf der Scheibe. Es muss erstmal ruhig in der Mitte laufen. Danach wird das Stück aufgebrochen, der Boden gedrückt, damit es schön gleichmäßig ist und keine Risse gibt später. Dann ziehe ich die Wandung hoch. Zum Schluss nehme ich noch eine Schiene als Hilfe, um die Wand zu glätten und ein bisschen zu richten. Dann nehme ich wieder mein Schneideband, den Nylonfaden, ziehe am Boden die Fläche ab, trockne meine Hände ein bisschen ab und kann dann das Gefäß anfassen und runternehmen, auf das Regalbord legen. Am Abend wird das Stück gedreht. Es trocknet ja oben schneller als unten, damit es gleichmäßig trocknet, wird es zwischendurch gewendet. Und am nächsten Tag kommt der zweite Schritt. Dann ist das Stück lederhart. Es ist noch formbar und bearbeitbar, aber nicht mehr so weich, dass es total verdrückt. In dem Zustand zentriere ich nochmal das Gefäß auf der Scheibe, indem dass ich den Rand etwas anfeuchte und die Töpferscheibenfläche. Dann klebt es sozusagen ein bisschen auf der Oberfläche. Dann habe ich Modellierschlingen zum Abdrehen als Hilfe und Modellierschienen, mit denen ich die Oberfläche glätte. Danach feuchte ich die Stellen, an denen ich verformen will, etwas an, damit es dort wieder weicher wird, sonst würde es mir an der Stelle einreißen. Kann mit den Händen etwas dann die Form Stück für Stück verformen. Ritze die Kante ein, befeuchte die mit Schlicker. Das ist einfach das gleiche Material, etwas wässriger angerührt. Das ist der Klebstoff sozusagen. Dann drücke ich das Stück zusammen. Verkettel es mit dem Modellierholzchen. Wisch mit dem Messer die Fläche etwas glatt. Putz mit dem Schwamm zwischendurch ab. Dann wird noch eine etwas weichere Porzellanmasse in die Stelle gelegt, wo ich zusammengedrückt habe, damit der Übergang wirklich nachher auch nicht sichtbar und gut fest zu ist. Die drücke ich da hinein, verwische es wieder, wische mit dem Messer wieder ab, putze, den Boden wische ich ab, drücke mein Signet hinein, dann schneide ich mit einem Lochmesser die Öffnung raus, drücke langsam und vorsichtig die Öffnung aufeinander, wische diese auch wieder schön sauber ab, damit ich eine saubere Öffnung habe und dann kann das Stück zum Trocknen aufs Regal eine Woche stehen, bevor es dann weiter verarbeitet wird. Wenn es dann trocken ist, suche ich mir das passende Motiv für dieses Gefäß aus, zeichne es dann mit einem Bleistift auf das Gefäß, danach ritze ich es mit der Modelliernadel ins Porzellan hinein. Und im Anschluss wird bemalt mit Porzellanengobe. Das ist auch das gleiche Material, mit dem ich drehe, eingefärbt mit Farbkörpern. Das benutze ich als Malgrund. Dann kommt das Stück in den Ofen. Alle Stücke werden zweimal gebrannt. Der erste Brand ist der Sprühbrand bei 960 Grad. Wenn es aus diesem Brand kommt, wird es innen glasiert. Dann setze ich nochmal ein bisschen Malereifarbe drauf,
von Engobel. Dann kommt dieses zweite Mal in Brand bei 1260 Grad und brennt eine komplette Nacht, ca. 6 bis 8 Stunden, auch je nachdem, wie voll der Ofen ist. Und dann kommt das Stück halt dementsprechend fertig raus.